In Frankfurt hat die Fahrradmesse Eurobike begonnen. 3 Tage für Fachbesucher und ein Wochenende für alle. Die Redaktion von Radsportnachrichten.com war auch gleich da. Wir haben geschaut, was die Eurobike 2024 zu bieten hat, um einen Vorgeschmack zu liefern, wenn man sie besuchen möchte. Oder um etwas von ihr gesehen zu haben, wenn man nicht selbst hin kann. 150.000 Quadratmeter Hallenfläche und ein großes Freigelände, auf dem 1.800 Ausstellende ein Vielfaches mehr an Fahrrädern und Ekomobilität präsentieren. Da wäre es schön, das alles per Fahrrad zu erfahren, doch die Eurobike wird in den Hallen zu Fuß erkundet. Wer tiefer eintauchen will, sollte sich übrigens gleich 2 Tage Zeit für die Messe nehmen. Trotz ihrer Größe fühlt man sich auf der Eurobike schnell zu Hause und kommt bei so viel ansprechenden Formen und Farben schnell ins Schwärmen, wie auf Wolke 7. Aber zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Fahrradbranche geht's gerade nicht so gut. Nach der hohen Nachfrage während der Corona-Phase hatte man die Produktion forciert und konnte nur langsam bremsen, als die Nachfrage wieder zurückging. Je nach Modell und Kategorie sind die Lager der Hersteller jetzt teilweise sehr voll. Modellwechsel könnten mitunter seltener werden, hört man aus der Branche. Vielleicht auch deshalb sind bahnbrechende Innovationen dieses Jahr weniger zu finden. Dafür aber viele Weiterentwicklungen in Details und an früheren Erfindungen. Oder mal einfach etwas Einheitliches für die Vielzahl unterschiedlicher Ventile, die es ja nun mal an jedem Fahrrad gibt. Auch wer einfach nur ein bisschen schauen will, ist auf der Eurobike in Frankfurt richtig. Zu sehen gibt's eine ganze Menge. Am Wochenende sind die Festival Days auf der Eurobike. Über 100 Angebote für die gesamte Familie soll's dann geben. Neben der Teststrecke für die Großen und einer Kids Area mit Radparcours und Pumptrack soll dann auch hier mit Trail und BMX richtig was los sein. Mit dem Bamble Crit wird am Samstag sogar Rennaction auf der weltgrößten Fahrradmesse geboten, die seit ihrem Umzug vom Bodensee jetzt so schön nah an Mittelhessen ist. Von 9 bis 18 Uhr ist die Eurobike an den Festival Days geöffnet. Karten gibt's im Internet und am Eingang zum Messegelände.